So, wir sind jetzt hier im Nationalpark von Südkorea zusammen mit Peter und gucken uns hier so eine buddhistische Tempelanlage an. Ich hoffe, es ist buddhistisch, ansonsten kriege ich jetzt tierischen Ärger. Das ist also hier das mal das Ganze an. Auch sehr, die imperialistische Kultur hat hier stark durchgeschlagen. Man guckt sich einfach mal rein in den Tempel, wir gehen einfach mal kurz rein. Oder gehen halt ein bisschen nicht rein, bevor wir getötet werden. Und das Highlight der ganzen Führung ist natürlich, wie schon angedeutet, imperialistisch, diese modische, eingebettete, kulturell anmutende Wanduhr. Das ist natürlich hier sehr schön. Auch da die Deckenverzierung. Sehr exklusiv. Und wer sich den goldenen Gral holen will, muss hier einfach mal kurz 1000 koreanische Won einwerfen und die Erlösung ist ihm geschickt. Passen dazu übrigens diese unten in pink gehaltenen Schlatschen, da kommt man Buddha gleich ganz, ganz näher. Ansonsten hier, übrigens auch sehr modisch, auch in Ihrem IKEA in Ulm oder in Stuttgart zu haben, dieser Teppich oder wahlweise auch dieser Teppich. Ich hoffe, der kulturelle Schock war für euch jetzt nicht so arg so groß. Ich bin da ein bisschen überstrahlt und die ersten Jungs da drüben gucken auch gar nicht so schön, deswegen schalten wir jetzt ein bisschen die Kamera aus.